Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Spyro Reignited Trilogy. Im letzten Part haben wir ja die Frost Alterino komplettiert. Feuerwerksfabrik können wir noch nicht komplett machen. Turmmauer zerbrechen. Das geht noch nicht komplett. Da brauchen wir einen Stein und die geht auch noch nicht, weil wir einen Jäger brauchen. Turmmauer. Wo ist jetzt das davor gewesen, wo wir auf und auf tauchen können? Hey, wo? Na, wo's? Ah. Das war so nicht geplant. Boah, jetzt ist da. Aha. Stubby. Perfekt. So, na denn. Mitternachtsberg. Ich hab genug. Ich werde das Monster aller Monster erschaffen. Und ich schicke es los, um alle Drachen zu vernichten. Selbst die kleinen Schlüpflinge. Ja, ja, es wird sie zerquetschen, zermalmen und zerreißen. Ja, sie zerdrücken, zerbrechen und zerschlagen. Lass mich hier raus, du! Aber, sterben sie dann nicht? Das ist ganz egal, solange ich ihre Flügel bekomme. Was? Du warst die ganze Zeit nur auf ihre Flügel aus? Na klar, du Ignorantin. Ich brauche sie für einen Unsterblichkeitszauber. Moment mal. Ein Zauber? Was dachtest du, was ich mit so vielen Drachen mache? Einen Zoo eröffnen? Hätte ich meinen Blaster, würde das ganz anders laufen. Weißt du, was ich meine? Du sagtest, sie in unserer Welt zu halten reicht. Von Töten war niemals die Rede. Ich muss sie nicht töten. Aber dann zappeln sie nicht so viel. Du bist schrecklich. Wie konnte ich nur jemals auf dich hören?
Dumme, freche Göre. Ich kümmere mich um sie, wenn ich mit dem Drachen fertig bin. Wo war ich gerade? Ach, ja. Oh, das wird ziemlich hässlich werden. Oh, wir sind gelandet. Das wird unser letzter Kampf sein, Spyro. Die Zauberin will mit diesem Monster jeglichen Widerstand auslöschen, angefangen mit uns beiden. Uns bleibt keine Zeit zum Grübeln. Auf in den Kampf. Ich werde mich bemühen, dich stets mit entflammbaren Geschossen zu versorgen. Wo ist dies? Au. Wow! No! Auf geht's, Bentley. Die Kackgrub. What the f-
Lol. Boah, eigentlich nicht mal so schwer. Gut. Hi Bianca, hast du noch was zu essen? Ich verhungere. Dafür ist keine Zeit, Jäger. Wir müssen die Zauberin stoppen. Sie will die Drachenschlüpflinge töten. Augenblick mal. Kann ich dir trauen? Könnte noch eine Falle sein. Du steckst in einem Käfig, du Dummkopf. Wie soll rauslassen eine Falle sein? Weiß nicht. Bei euch Zauberinnen weiß man nie. Ich wollte nie, dass wir den Drachen etwas antun. Komm, wir haben dafür keine Zeit. Du traust mir nicht, aber ich will dir helfen, die Zauberin zu stoppen. Es gibt ein geheimes Portal zu ihrem Versteck, aber sehr starke Magie ist nötig, um es zu öffnen. Finde weitere Dracheneier, dann sollte meine Magie reichen, um das Portal zu öffnen. Ich komme zu dir, wenn du genügend Eier hast, okay? Aber ist das so voll? Seki. Okay, fangen wir mal, weil sind wir mit der Zeit also. Ja, fangen wir mal, okay, ist toll, Inseln. Magie geklaut. Wir verstecken uns hier und üben, damit umzugehen. Leider, es gab einen Unfall und alles ist zu Kristall geworden. Das scheint die Wesen hier aufgebracht zu haben. Aha. Ist doch eigentlich ganz hübsch. Naja, gut, okay. Es ist wirklich alles Kristall, inklusive Bäume. Hm.
Was hat das? What the fuck? Okay, crazy Gegner. Es ist wirklich alles Kristall. Komm mal die. Jetzt du auch wieder. Was sind das? Fledermausbiber oder? Willst du einen Zaubertrick sehen? Passe gut auf. Wie du siehst, habe ich nichts in die linke Ärmel und nichts in die rechte. Aber jetzt, ich wedele mit den Händen und sag das Zauberwort. Alle Kasan! Noch mehr Kristalle. Hä? Zauber mal bitte nochmal. Willst du den Trick noch einmal sehen? Also gut. Aber du musst wissen, dass es nicht so heißt. Money. Nur mit zaubern. Diese ganze Magie ist nur Irreführung, weißt du? Deshalb statische diese Wirbelwind da drüben. Abracadabra. Ich würde eigentlich nicht Bockrisshalle abbauen.
Warum hat man nicht so viel sammeln? Da nicht noch so Tintenfisch. Ne? Okay, ich jetzt. Oh, jetzt bin ich da. Gut. Was willst du schon wieder? Spyro, wusstest du, dass ich ein talentierter Amateurmagier bin? Meine Spezialität ist der erstaunliche Brückenausfahrttrick. Würde ich dir gern zeigen, brauche aber zuerst eine kleine Spende. Für meine Unkosten. Du verstehst schon. Ah, nicht schon wieder. Sehr gut. Mal schauen. Hokus pokus zappelt die Zang. Diese Brücke wird wieder lang. Ah. Ich arbeite an einem tollen neuen Zaubertrick, aber dieser Bär stört mich dabei. Jetzt nimmer. Dann zaubert er mal. Na, oder was? Nur mit Zaubern. Oh, das ist ja auch noch was. Oh, da ist noch jede Menge. Nun, ich könnte dir meinen neuen Trick zeigen. Wenn du mir versprichst, es nicht dem großen Zamboni zu sagen. Der klaut mir immer alles. Alla Kazam! Komischen Zombie-Biber da. Nun.
Oh! No. Oh doch, ich glaube, wir sind noch durch. Yay! Das war schön. Und ich glaube, wir sind sogar alles. Hey, Eloise. Länge ist erreicht. Dazu wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder da oben. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und bis dann und ciao.